Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Elefantenbaden zu Leipzig. Mein Name ist Paul. Ich werde jetzt die nächsten 10 Minuten was über unsere Elefanten erzählen. Und das an den Äpfeln, das sind einmal Micha. Der wird jetzt sein Bestes geben, dass die Elefanten ja auch immer baden gehen und sie alle was zu sehen haben. Ja, heute müssen wir beide Pagoden, sprich sowohl unsere Bullen als auch unsere Herde mit den Kälbern gehen baden. Sie haben also bei beiden... Hallo. Haben jetzt also auch an beiden Außenbadebecken was zu sehen. Damit gleich keiner durcheinander kommt, wir halten schließlich 11 asiatische Elefanten, die größte Herde im deutschsprachigen Raum. Ich starte mal einfach mal mit einer kurzen Vorstellung, wer hier eigentlich ist. Ja, haben Sie aktuell 2 Elefanten mit Stoßzähnen vor sich, das sind unsere beiden Bullen, nämlich Voynam und Edgar. Die beiden kann man noch sehr, sehr einfach auseinanderhalten. Voy ist der größte und schwerste Elefant, den wir haben, ist 22 Jahre alt, über 3 Meter groß, über 5 Tonnen schwer. Viel mehr geht bei einem asiatischen Elefant noch nicht. Er wird noch... Bis er ungefähr 25, 26 ist. Irgendein Handysignal in der Pagode stört gerade meinen Empfang. Ja, der wird noch wachsen, bis er 25, 26 ist. Gerade die ganze Kopfpartie, die ganze Stoßzähne, das wird alles noch deutlich massiger. Also selbst bei Roy geht noch ein bisschen was. Er ist der Vater von unseren 4 Kälbern, ist selber ein Leipziger Urgestein, ist hier im Altenhaus noch geboren und aufgewachsen, ging dann nach Heidelberg, hat da seine Pubertät mit anderen Bullen verbracht und kam dann eben nach Leipzig zurück, um hier eben zu züchten und den Grundstein für die nächste Generation Leipziger Elefanten zu legen. Wie man jetzt an unseren 4 Kälbern sieht, hat er auch seine Aufgabe voll und ganz erfüllt. Da unser Haus jetzt auch einfach voll ist, haben wir aktuell eine Zuchtpause und deswegen den Roy getrennt von der Herde. Ansonsten könnt ihr ja wirklich problemlos den ganzen Tag mit den Kühen, mit den Kälbern mitlaufen. Er ist wirklich ein sehr, sehr sozialer, sehr lieber Bulle, das wäre auch gut. Damit Roy trotzdem nicht alleine ist, lebt er hier zusammen mit Edgar. Edgar ist jetzt 8 Jahre alt und der kam einfach in die Pubertät. Der wird größer, der wird schwerer, die Hormone spielen plötzlich verrückt, auf einmal sind auch die ganzen Mädels interessant und damit war es für ihn einfach an der Zeit, die Herde zu verlassen. Wir haben das ganz große Glück, eben mit Voynam hier quasi in der Jungbullengruppe leben kann. Die beiden haben sich gegenseitig, Edgar kann nur mal austesten, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen, wozu reichen meine Kräfte. Und wenn er doch mal zu weit geht, wird er von Voynam dann doch noch maßregelt, sodass Edgar hier quasi den Grundstein lernt, den er später mal braucht, wenn er einem anderen zu züchten soll. Heute ist da noch Astra mit dabei, das ist die Elefantenkuh, die da gerade im Hintergrund steht. Astra ist über 40 Jahre alt, hat selber nie einen Kalb gehabt und versteht sich hier in unserer Herde nicht so wirklich mit Rani. Deswegen müssen wir die beiden immer so ein bisschen aneinander vorbeischleusen und damit eben die 4 Kälber sich heute alle gegenseitig haben, ist unsere ganze Herde zusammen. Und Astra hat hier einen Tag bei den Bullen. Ist gar nicht so schlimm, nämlich sie steht in der Hierarchie auch immer noch klar bei Edgar. Edgar kann sich dann auch mal mit Kühen auseinandersetzen und lernt hier trotzdem immer noch eine ganze Menge. Hier hinten haben wir unsere Herde im eigentlichen Sinn nicht, unsere Mädelstruppe, weil in so einer Elefantenherde haben Bullen eigentlich nichts zu suchen. Die Weibchen bleiben da komplett unter sich, haben sich gegenseitig um ihre Kälber und haben auch untereinander eine ganz klare Hierarchie. Der Bulle kommt dann wirklich nur dazu, wenn es um die Paarung geht und verlässt danach die Herde auch wieder umgehend. Bei unserer Mädelstruppe ist die ganz klare Chefin Keva. Sie ist unsere Leitkuh, ist über 40 Jahre alt, die größte und schwerste Elefantenkuh, die wir haben. Wiegt fast 4 Tonnen und man kann sie ganz klar daran erkennen, weil sie 2 sehr, sehr weiße Sterne hinten auf dem Ohr hat. Das hängt einfach damit zusammen, Keva ist damals noch in Burma geboren worden, wurde dort als Arbeitselefant ausgebildet und die burmesische Waldbehörde hat ihre Arbeitselefanten eben ganz klar gekennzeichnet. Man kennt es aus Westernfilmen von Cowboys und Kühen. Das hat den einfachen Hintergedanken, die mühevoll ausgebildeten Elefanten sollten natürlich im Regenwald nicht verloren gehen und auch erst recht nicht mit wildlebenden Elefanten verwechselt werden. Deswegen haben eben alle Arbeitselefanten dort entweder ein Symbol oder eine ganze Nummer bekommen. Und deswegen trägt Keva die beiden Sterne jetzt auch noch ihr Leben lang mit sich rum. Der Keva ist unsere Leitkuh, die ist die Chefin. In der Natur würde sie die Herde von Futterquelle zu Futterquelle, von Wasserloch zu Wasserloch führen. Hierzu ist die Rolle da ein bisschen anders, da Wasser und Futter immer gegeben ist. Hier hat sie eigentlich nur die große Aufgabe, für Ruhe in der Herde zu sorgen. Wenn die jüngeren Kühe unter sich dann doch mal Stress haben und die Hierarchie neu verhandeln wollen, ist Keva die, die da eben den, ja, quasi die Hand drüber hat, die dann sagt, wo es lang geht und sie kümmert sich auch um die Jungtieraufzucht. Mit Keva zusammen lebt hier quasi ihre ganze Familie, nämlich ihre Töchter Tusa, Panta und ihre jüngste Tochter Zaya, sowie ihre beiden Enkel Akito und Baonjok. Wenn ich das so erzähle, dann merkt man schon, unsere Elefantenherde sind alle irgendwie miteinander verwandt. Das ist eine große Familie und das ist auch gut so, da haben wir als Pfleger einen großen Wert drauf gelegt, denn auch in der Natur ist eine Elefantenherde eine ganz große Familie. Man hat die Leitkuh, das ist in der Regel auch die Mutter,
dann hat sie eben ihre Töchter, Enkel und so weiter und so fort. Sprich, eine Familie, die ganz natürlich Generation um Generation anwächst und größer wird. Wir haben das ganz große Glück, dass wir das jetzt hier eben bei uns im Zoo aufzeigen können mit der kompletten Teva-Linie. Und der zweite große Bonus ist, dass von unseren 4 Elefantenkälbern 3 weiblich sind. Weibliche Elefanten bleiben ihr Leben lang bei den Müttern und damit ist unsere Herde hier im Zoo Leipzig schon fast von alleine um 3 Tiere angewachsen. Der einzige, der früher oder später mal den Herdenverband verlassen muss, ist ein kleiner Bulle. Sobald der in die Pubertät kommt, irgendwann mal mit 5, 6, je nach Charakter, je nachdem wie er sich macht, auch erstmal mit 7 oder 8 Jahren, muss er dann gegen die Herde verlassen. Das wird Keva ihm auch sehr deutlich zu verstehen geben. Bis es aber soweit ist, er ist jetzt noch keine 2 Jahre alt, werden noch einige Jahre ins Land ziehen und er darf ja auf jeden Fall noch gerade auch bleiben. Man merkt, sie haben wirklich viele Elefanten. Ist auch noch Rani. Rani hat mit der ganzen Keva-Truppe an sich nichts zu tun, ist nicht irgendwie mit unseren anderen Küken verwandt, hat aber gar keine eigene Familie mehr und deswegen war es eben sehr, sehr wichtig, dass dass Rani in eine bestehende Herde integriert wird. Hat bei uns sehr gut geklappt, sie hat hier in Leipzig ihren Platz gefunden, ist eine gute Freundin von Pusa geworden und durch ihre jüngste Tochter Savani ist sie hier bei uns im Zoo auch voll und ganz angekommen. Ja, wir bieten das Baden hier bei uns im Zoo für unsere Elefanten an, aus dem einfachen Grund, weil asiatische Elefanten Regenwald- und Waldbewohner sind. Typisch für diesen Lebensraum ist natürlich sehr warmes und feuchtes Klima und man merkt es auch hier, sobald irgendwie Regen von oben kommt, sind unsere Elefanten jederzeit animiert zu baden. Die haben mit dem Wasser überhaupt keine Berührungsängste, die gehen viel baden, es sind sehr gute und sehr ausgiebige Schwimmer, lange Strecken sind gar kein Problem und selbst so ein Elefantenkalb kann direkt von Geburt an schwimmen. Sprich, wir kommen dem natürlichen Verhalten von unseren Tieren hier entgegen, indem wir mehrmals am Tag immer und immer wieder das Baden anbieten. Unsere Tiere haben auch den ganzen Tag quasi die Qual der Wahl. Die haben 4 Badebecken, 1 innen, 3 außen. Die sind alle die ganze Zeit offen. Und je nachdem, wo unsere Elefanten baden wollen, ob sie baden wollen, ob sie nicht baden wollen, können sie die auch nach Herzenslust aufsuchen. Man merkt es auch jetzt hier bei unserer Kommentierung, das ganze Baden gut auf freiwilliger Basis. Die Elefanten, die jetzt sagen, ja, sich ein paar Äpfel verdienen, können jetzt eben baden gehen. Alle, die sagen, nee, ist mir zu kühl oder ich habe einfach keine Lust zu baden, müssen das nicht machen. Alles hier ist ganz, ganz freiwillig. Um eben aber jetzt noch ein bisschen die Chance zu steigern, dass unsere Elefanten ins Wasser gehen und sie alle was zu gucken haben, haben wir ein paar Äpfel im Gepäck. Denn Obst und Gemüse ist für unsere Elefanten was ganz Besonderes. Und dafür geht man eben jetzt auch mal pünktlich um 10.15 Uhr baden und sie haben alle was zu gucken. Nur mit Obst und Gemüse würden wir unsere Elefanten natürlich aber nicht satt kriegen, denn dazu braucht es eine ganze Menge mehr. Ungefähr 120 bis 150 Kilo Futter pro Tier und Tag. Wir haben aktuell 11 asiatische Elefanten und um jetzt mal eine Zahl vor Augen zu haben, wir müssen ja täglich ungefähr 1,7 Tonnen Futter bewegen, nur um unsere Herde auch satt zu kriegen. Der Großteil davon ist Heu, Grünfutter und Holz. Das gibt es mehrmals am Tag, immer und immer wieder in kleinen Portionen, auf allen Winkeln aller Anlagen verteilt, einfach damit unsere Elefanten den ganzen Tag beschäftigt sind. Die laufen dann immer überall hin, wollen natürlich nichts verpassen, wollen gute Sachen für sich und wollen auch der Familie nichts gönnen. Und somit können wir unsere Elefanten auch sehr effektiv den ganzen Tag immer beschäftigen. Der zweite große Punkt, wo wir die Elefanten, ist ja noch die tägliche Trainingseinheit. Die dauert ungefähr 10 bis 20 Minuten pro Tier. Da bekommen unsere Elefanten einmal im Tag eine 1:1-Betreuung mit dem Pfleger. Wir üben dann mit unseren Elefanten die verschiedensten Sachen. Zum einen natürlich, dass sie auf uns hören, dass sie uns vertrauen oder auch ans Gitter kommen. Aber auch medizinisches Training, wie zum Beispiel, dass die Elefanten es gewohnt sind, überall angefasst zu werden, dass sie sich hinlegen oder auch, dass sie Rüssel, Ohren und Füße rausgeben. Das hat den ganz einfachen Hintergedanken, Elefanten sind zu schwer, um sie wie andere Tiere in der Narkose zu legen. Das würden die Tiere nicht ohne weiteres schaffen. Die sind einfach zu schwer, die würden an ihrem eigenen Gewicht ersticken. Sprich, für uns Pfleger ist es essentiell wichtig, dass wir jeden medizinischen Eingriff über das Tiertraining abdecken. Deswegen nimmt das so viel Zeit hier am Park ein. Wenngleich nicht alle unsere Elefanten zu sehen sind, gar keine Panik. Spätestens zu Mittag kommen die dann alle wieder raus, sind alle zusammen. Ja, das soll es von meiner Seite auch aus gewesen sein. Wer jetzt noch Fragen hat, kann mich und meine Kollegen natürlich gern fragen. Wir haben sonst gesagt, ihr habt direkt Lust auf die nächste Kommentierung. Um 10.30 Uhr beginnt unser Robbentraining. Ich wünsche noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.